Hallöchen, ihr Lieben, seid willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Clash of Clans. Und ja, ich habe es irgendwie geschafft, meinen alten Account wieder zurückzubekommen, also mit dem ich früher gespielt habe. Es muss auch viel zu laut sein, so, mal ein bisschen leiser. Und ja, da ist halt der Level 37er, 73er kommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch oder kennt ihr noch aus älteren Videos. Na gut, dann gehen wir mal kurz zu meiner anderen Base rüber und holen uns hier alles ab. Und ja, ihr seht gerade, ich habe einen Bauarbeiter übrig noch. Der eine arbeitet hier gerade an meinem Bohrer fürs Dunkelelixier und der andere an meinem Goldlager. Weil ich habe jetzt auch schon zwei Elixierlager auf 11, aber Goldlager halt erst eins, und damit das ein bisschen ausgeglichener wird. Und dann habe ich hier noch einen Bombenturm in der Gegend rumstehen. Bombenturm ist eigentlich ganz gut, aber den sollte ich vielleicht mal irgendwo einbauen. Könnte helfen. Layout anpassen. Okay, schauen wir mal. Wo könnten wir denn dann hinstellen? Also ich glaube, der Bombenturm wäre eigentlich ganz gut irgendwo weiter hinten aufgehoben, in den inneren Kreisen. Und ich sehe gerade, der Barbarenkönig, naja, ich weiß nicht, ob ich den rausstellen sollte. Okay, warte, wir machen es so. Also den Barbarenkönig lasse ich erstmal drin, aber den Bombenturm tausche ich erstmal gegen diesen Level 6er Bogenschützenturm, weil der Level 6er Bogenschützenturm ist noch nicht so gut. Und da lohnt sich der Bombenturm auf jeden Fall mehr. Und dann kann ich den Bogenschützenturm, kann ich den dann hin tun? Vielleicht kann ich den in der äußeren Verteidigungsringe packen. Genau, hier habe ich ja sogar noch eine Kaserne. Sehr schön, weil Kasernen kann man mal rausstellen. Das ist immer das Zeug, was kein Mensch drin braucht. Ja, perfekt, ne? Ups, war ich nicht jetzt wieder. Ah, da. So, dunkle Kaserne stellen wir hierher. Bauen wir hier so ein bisschen noch Kleinkrams ab, weil das muss ich ja sowieso noch machen. Ja, stimmt, ich habe bloß einen Bauarbeiter frei. Okay. Ja, soweit bin ich mit der Base sonst zufrieden. Ich habe jetzt leider nichts mehr drinstehen, was ich rausstellen könnte. Falls ich jetzt eine neue Baut noch kriege. Ja, dann würde ich sagen, einmal speichern. Änderung wirklich speichern. Ja, das ist okay. So, nachdem es offenbar sehr schwer war, würde ich sagen, wir kopieren das Layout einmal hierher. Weil die anderen Layouts sind eh alle einfach nur veraltet. Ja, meine Kriegsbase müsste jetzt ja an allen drei Punkten out of date sein. Das heißt, wir kopieren es einfach mal. Und dann können wir es auch in die aktuelle Kriegsbase reinmachen. Oder aktive Kriegsbase. So, und das andere soll mich jetzt erstmal nicht jucken. So, schauen wir mal. Ja, ich bin halt gerade, weil ich Ewigkeiten quasi nicht mehr gekämpft habe, habe ich keinen Rang. Okay, ja, schauen wir mal, was ich so reißen kann. Ich bin in diesen Kämpfen immer relativ schlecht gewesen. Da gefällt mir das neue Dorf auch ehrlich gesagt besser mit dem neuen, mit der neuen Strategiemöglichkeit oder der neuen Art des Kämpfens, wo man halt auch selbst besser abschneiden muss als der Gegner. Das finde ich schon interessant. Okay, ja, so hier haben wir 300.000, 900.000. Ja, könnte man mal schauen, ob das klappt. Auf gut Glück einmal. Wow, ist der Bogenschützenturm, den ich sieht. Ich habe das Gefühl, es ist die ganze Zeit viel zu laut. Stelle ich lieber ein bisschen zu leise ein, als ein bisschen zu laut, dass man nichts mehr hört. Okay, dann würde ich mal sagen, hier gehen wir mal erst auf den Bombenturm. Okay, dann schmeißen wir mal jetzt schon einen Heilungstrank drauf. Und dann können auch die Bogies hier ihre Arbeit machen. Okay, und da jetzt der Trank auch schon nachlässt, schmeißen wir den nächsten drauf und dann auch den hier. Ja, ja, wenn die Riesen nicht langsam auf die Luftabwehr gehen, haben wir ein Problemchen. Aber das reicht jetzt wohl erstmal schon. Können wir hier die Heiler reinschmeißen. So, dann läuft es eigentlich schon ganz gut hier. Ja gut, die Heiler werden jetzt halt schon direkt auseinandergenommen. Ist ja klar. Okay, die eine Heilerin hat es natürlich geschafft, nicht getroffen zu werden. Sehr schön eigentlich. Aber sie wird trotzdem so ein bisschen weggepustet, was hier offenbar auch gerade so ein bisschen den Hintern rettet. Ja, und es sieht aus, als ob wir das Rathaus auch für uns gewonnen haben. Dank der Heilerin, weil sie irgendwie nicht in der Range von der Luftabwehr drin war.
Keine Ahnung, wieso die eine, aber die andere nicht. Naja, wie auch immer. Na gut, sie macht da wirklich eine gute Arbeit und so gewinnen wir. Wir haben also auf jeden Fall schon mal alle Selects hier. Also damit sind wir wieder fast bei einer Million. Das Lager für dunkle Selects hier. Ich glaube, mein Barbarenkönig kämpft da gerade alleine dran oder so. Ja gut, okay. Das war's. Aber schöne 300.000, 350.000. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut das ist. Ich habe schon so lange nicht mehr mit diesem hohen Account gekämpft. Nur mit meinem kleinen. Und da waren schon 5.000 viel. Also ein bisschen übertrieben gesagt. Also über 10.000 hat man sich da schon gefreut. Weiß ich gar nicht mehr, wie viel hier wirklich viel ist, ja. Aber bin ich erstmal so zufrieden mit dem Kampf. Und wir kriegen natürlich auch noch ein bisschen Belohnung. Also natürlich, ist ja klar. So. So, mit diesen kleinen Sammlern müsste ich auch mal schauen, was ich damit mache. So, jetzt haben wir hier halt noch einen kleinen Schatz drin. Lass ich da mal drin, ist dann nämlich sicher. Und dann bauen wir hier nochmal was ab. Snoop-Skelettfalle hier hin einmal. So. Und wir haben jetzt natürlich wieder einen Rang. So. Okay, schauen wir mal, was gibt es hier für Neuigkeiten in dem Spiel. Dann habe ich ja keine Ahnung. Also, ja, es gibt halt die völlig neue Welt, aber das kennen wir ja. Okay, dann würde ich mal sagen, bauen wir noch hier den Stamm ab, bevor wir zurück in unser altes Dorf fahren. Und schauen, können wir hier noch irgendwas machen, irgendwas verbessern. Wir könnten hier noch ein Kämpfchen machen, aber ich glaube, das spare ich mir mal für eine andere Folge auf. Also wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich jedes Mal über eine positive Bewertung freuen und schaltet auch mal beim nächsten Mal wieder an. Dann würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao.